Pulmonal-arterielle Hypertonie, kurz PAH, ist eine spezielle Form des Lungenhochdrucks. Diese schwere chronische Herz-Lungen-Erkrankung ist nicht heilbar, aber es gibt Therapien, die Patienten helfen können, ihre Krankheit unter Kontrolle zu halten. Wichtig ist, möglichst frühzeitig im Krankheitsverlauf mit einer individuellen Behandlung zu starten. Dazu können zum Beispiel breit wirksame Maßnahmen wie die medikamentöse Gerinnungshemmung und Entwässerung gehören. Zum anderen ist in der Regel ein befundangepasstes körperliches Training wichtiger Therapiebestandteil. Mittlerweile gibt es darüber hinaus ganz gezielt wirksame Medikamente. Diese lassen sich einzeln oder auch in Kombination einsetzen. Hier war die Forschung in den letzten 20 Jahren sehr aktiv. Das stimmt. Es hat sich in den letzten Jahren erstaunlich viel getan, wenn man denkt, dass für diese Gruppe PAH bis 2003 überhaupt keine Medikamente in Deutschland zur Verfügung standen. Erst in 2003 wurde ein Medikament zur Therapie zugelassen. Vorher blieb eigentlich nur Therapie mit Wassertabletten oder eine Lungentransplantation. Inzwischen konnten 11 Medikamente zur Zulassung gebracht werden und auch neue Therapieverfahren. Und noch ein weiteres, wir haben auch dazugelernt bei den nicht-medikamentösen Verfahren. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit anderen ein spezielles Trainingsverfahren, Reha-Verfahren entwickelt, das als zusätzliche Maßnahme bei Patienten, die stabil eingestellt sind unter Therapie, auch sehr hilfreich sein kann. Durch die aktuell verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten haben sich die Zukunftsaussichten für Menschen mit PAH in den letzten Jahren deutlich verbessert. Wer sich gesund ernährt, auf Rauchen und übermäßigen Alkoholgenuss verzichtet, trägt darüber hinaus zur besseren Lebensqualität bei. Viele Patienten profitieren zudem vom Austausch mit anderen Betroffenen oder auch psychologischer Hilfe.